Ja, moin Leute, 2023 war ein cooles Jahr. Wir haben sehr viele Abos plus gemacht. Ich konnte endlich mal mit häufigeren Streams anfangen. Und wir hatten viel Spaß in diversen Community-Livestreams. Und deswegen spiele ich jetzt mal ein paar Skywars-Runden. Und ich erzähle euch so ein bisschen den Rückblick. Und dann noch meine Vorsätze fürs nächste Jahr. Oder was ich denke, was wir bestimmt schaffen werden. Also auf jeden Fall war das hier ein sehr cooles Jahr. Ich habe sehr viele Projekte mit euch machen können, wie zum Beispiel, wo man Gras nicht berühren darf. Das war zwar etwas verbuggt, aber sonst war alles gut. Und nächstes Jahr möchte ich mal wieder mehr solche Challenges bringen. Da habe ich auch schon ein paar viele Ideen. Und vielleicht so etwas Ähnliches wie eine Talentshow, die wir dann auf meinen Discord-Server machen würden. Deswegen hier mal der Discord-Server in der Beschreibung. Könnt ihr auch gerne drauf, um Updates zu erhalten oder euch einfach mit Leuten auszutauschen. Oh mein Gott. Jetzt kommen wir auch mal für meinen Vorsätzen für dieses neue Jahr. Ich möchte nämlich ein neues Projekt machen oder beziehungsweise eine Challenge, wo wir zu viert sind. Jeder hat eine Stunde Zeit und wir müssen da zum Beispiel probieren, so viel XP wie möglich zu bekommen. Dann die Anforderungen dafür sind, dass jeder auf meinem Discord ist und jeder seine Sicht filmen kann. Egal mit was, man muss ihn auch nicht hören. Man hat ja die Discord-Aufnahmen. Außerdem hoffe ich, dass wir oder denke, dass wir nächstes Jahr, wenn ich mehr durchziehe, die 500 Abos schaffen. Wenn ihr weiter kommentiert und ich natürlich die Videos mache, anders geht's ja nicht. Und wenn ihr Lust habt, zocken wir dann auch mal mit Swanny ein paar Fortnite Cups. Ein paar Fortnite Ranked Cups, denn ich habe jetzt einen 240 Hertz Monitor. Ey, Leon. Und da kann ich eigentlich viel besser spielen. Oder ist das Game einfach viel flüssiger? Och, endlich ein Schwert. Halleluja. Wenn ihr Bock auf ein bisschen mehr Fortnite-Content habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wären dann eigentlich meine Fortsätze, also 500 Abos. Dann vielleicht auf das YouTube-Programm kommen. Ah, das bist du, danke. Dann vielleicht mich beim YouTube-Partner-Programm anmelden zu können. Weil jetzt braucht man nur noch 500 Abos und 300 Stunden Wiedergabezeit. Ach du Scheiße, Leon. Wir haben jetzt in der letzten Woche, wo ich sehr aktiv war, stabile 100 Stunden Wiedergabezeit gemacht. Und wenn wir das über die Monate verteilen, hätten wir dann 1200 Stunden. Dann auch vielleicht ein bisschen mehr Livestreams. Wer bist du jetzt, Hundi? Und die ey, Leon, ich habe gedacht, du wärst in mein Team. Auf jeden Fall dann für nächstes Jahr neue Projekte. Wieder schön Livestream mit euch. Ein paar mehr Challenges. Minecraft Bedrock auf jeden Fall weiterführen. Und vielleicht mache ich da mal eine Pause in Minecraft Bedrock und ein cooles neues Projekt mit Swanny. Freut euch auf jeden Fall drauf. Aber das wird natürlich mal zu Ende gespielt. Nicht wie Minecraft Restart, Minecraft War, Minecraft Animals und ja, viele andere. Und Leute, es werden auf jeden Fall auch mal ein paar mehr Videos mit meinem Bruder kommen, weil mein Bruder hat jetzt einen PC. Und da habe ich den heute jetzt endlich seinen eigenen Discord-Account und Microsoft-Account und so eingerichtet. Und jetzt ist er auch gerade perfekt unserer Runde gejoint. Ach du Scheiße. Leute, gemeinsam schaffen wir alles. Und das sage ich hier jetzt auch als Schlusswort zu 2023. Auf jeden Fall noch ein schönes Silvester. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Ciao, Leute.